Guten Morgen alle miteinander. Die Nacht haben wir auch gut überstanden. Es war doch, wie wir es vermutet haben, ein ganzes Stück wärmer. Aber trotzdem in den Morgenstunden war es dann auch wieder etwas frisch im Schlafsack. Aber das haben wir alles gut überstanden. Der Flori schläft noch. Ich bin jetzt aufgestanden. Es ist durch die Zeitumstellung, die hatten wir ja gestern, ja noch eine Stunde früher. Es ist ja jetzt kurz nach 6:30, aber es ist 7:30. Und trotzdem, ich bin aufgestanden und sitze jetzt hier am See und ein wunderschöner Platz hier und genieße mal die Ruhe am Morgen. Das Zelt ist abgebaut, alles ordentlich hinterlassen. Man hier sieht im Hintergrund das leere Taubenteich-Biwak. Und bei uns geht es jetzt los. Es ist 9:45 und unsere erste Etappe ist der Tschornstein. Dort werden wir so höchstwahrscheinlich mittags sein und dort machen wir dann auch gleich unsere Mittagspause. Ich hoffe, ihr begleitet uns heute auch wieder auf der Tour. So, wir sind gerade am Tschornstein-Biwak vorbei. Und jetzt kommt der große Aufstieg zum Tschornstein. Da oben sehen wir ihn schon. Oben sieht man schon das Gipfelplateau. Dort müssen wir hoch. Wir gehen hier unterhalb vom großen Schornstein lang. Da müssen wir so eine kleine Runde laufen. Und hier an dem Weg überall sind Mauern gesetzt aus Sandstein. So der Wahnsinn. Die stehen bestimmt schon 200 Jahre hier, wie die Leute früher das so geleistet haben. Neben doch dem beschwerlichen Leben dann noch hier im Wald überall sieht man das so etwas verborgen und vom Lauf zu eine Sandsteinmauer und die geht hier schon einige hundert Meter lang und stabilisiert den Weg. Scheinbar war das früher mal irgendwie ein Wirtschaftsweg, der da schon eine gewisse Bedeutung hatte. Man sieht das auch noch ein bisschen von der Breite her, dass sich das gelohnt hat, hier diesen Weg so in der Form auszubauen. Jetzt wird es richtig steil. Wir wollen ein bisschen abkürzen und hier so einen steilen Weg quer hochgehen. Der ist in der Karte als gestrichelter Weg eingezeichnet. Den scheinen auch schon ein paar gegangen zu sein. Hoffen wir mal, dass wir hier so weit auch hochkommen. Mit meinen 23 Kilo auf dem Rücken komme ich ja ganz schön ins Schnaufen. Aber wie es aussieht, ist das gut zu machen. Man hat hier immer wieder Steine und Wurzeln als Tritte und die bieten einen eigentlich guten Halt. So kommt man, denke ich mal, auch hier sicher hier hoch. Geschafft.
sind auf dem Schirmstein angekommen, sind aber nicht direkt bis vorgegangen, sondern haben uns hier so einen kleinen gemütlichen Seitengipfel ausgesucht und machen jetzt hier ein schönes Picknick bei wunderbarem Panorama. Ein kleiner Rundblick. Die Picknickstelle, was das Herz begehrt, gibt es hier Salami und Wasser. Und dabei einen traumhaften Ausblick bis in die böhmische Schweiz rüber. Hier drüben der Turm vom großen Schneeberg. Krone schnell verstauen und Arme anwinkeln und weiter geht's. Die nächste Etappe, der kleine Schornstein, ist auch geschafft. Hier machen wir noch mal ein kurzes Päuschen. Hier ist ein wunderschöner Aussichtspunkt. Wir können ins Land gucken. Ganz hinten sieht man sogar bis zum Dresdner Fernsehturm. Ein bisschen zugezogen. Die Sonne ist nun weg. Das hat aber der Wetterbericht schon so angesagt. Aber trotzdem ist das Wetter ganz okay. Passt. Weiter geht's jetzt nach dem kleinen Schornstein nach Reinhardsdorf. Und in Reinhardsdorf wollen wir dann versuchen, noch mal irgendwie in einer Fleischerei oder irgendwie was noch was Essbares zu bekommen, und dann geht es schon in den Zug, also an die Elbe zur S-Bahn. Wir sind kurz vor Reinhardsdorf und wir wollen uns heute hier an der Stelle verabschieden. Schön, dass ihr die 3 Tage dabei wart. Nach Reinhardsdorf sind es dann noch ein paar Kilometer bis zur S-Bahn, und wenn euch das gefallen hat, diese Tour, bleibt dran am Kanal, gebt ein Like, und die allerbesten, die abonnieren uns gleich.